Hallöchen und willkommen zurück zu Terraria. Hallo. Ich hoffe zu singen. Ganz spontan. Sehr spontan sogar. Spartan sogar. Warum habe ich eigentlich kein Geld mehr? Aber auch Spartan. Ja, weil ich mir die Shark damals geholt habe. Ich glaube, es ist gerade Blutmond. Glaube ich nur. Bin ein bisschen verwirrt. Komme noch gerade von der Arbeit. Und wir nehmen gerade auf. Was wollten wir machen? Irgendwas mit Dungeons, sagtest du. Genau, aber erstmal müssen wir den Blutmond überleben, ne? Das ist kein Problem. Erstmal könnte ich jetzt eigentlich bei der Gelegenheit einen Blutmond-Indikator bauen. Wo sind denn unsere Barren? Was willst du denn eine Karte bauen? Einen Blutmond-Indikator, einfach nur, weil es schon viel Spaß macht, irgendwas zu bauen. Wie Blutmond-Indikator bauen? Ja, das Wasser wird ja rot. Ja und? Ich brauche einen Wassereimer. Blablabla. Dieser Typ. Diesmal habe ich auch einen eigenen Wecker. Ich brauche dich also nicht. Du bist unwichtig. So, da kommt das Auge hin. Das Auge ist aber schon doch Beirufungsgegenstand. Das auch. Das sind Materialien. Ja, und wir sollten unser Lager ein bisschen mal erweitern. Ja, dann tu das. Ist doch langweilig. Das wollen die Leute doch gar nicht sehen. Ja, dann lass es. Voll die Leute doch. Egal was macht, die Leute sind nie zufrieden, weißt du doch. Ich räume gerade meine Taschen leer, weil ich zu viel Crap drin hab. Ach ja, außerdem ist jetzt Halloween, ne? Die Sachen droppen. Stimmt. Falls wir mal ein Set verdoppelt haben, das kannst du dann einfach auspacken, trotzdem. Scheinbar. Weil die geben zwar ein Gold pro Stück, wenn du dich so verkaufst. Aber wenn du die ausräumst, kriegst du meistens Gold 20 zusammen. Von den Gegenständen her. Willst du dann mit mir dann gleich da zum Boss gehen? Aber es ist ja gerade dunkel. Es muss ja dunkel sein. Ich will den Mist ja gar nicht mitnehmen. Was machst du da unten? Da, jetzt können wir sehen, und Blutmond ist. Das sieht scheiße aus. Finde ich nicht. Oh, es gibt Silberkugeln jetzt, ne? Du. Was man mit Silberkugeln? Wer will? Die machen mehr Schaden. Als die anderen. Egal, wir haben kein Geld für so einen Scheiß. Wir wollten zum Dungeon. Achso, es muss erstmal Tag werden. Bei Nacht geht es. Nee, andersrum. Was? Es muss dunkel sein, damit du da hingehen kannst. Okay, auf welcher Seite war der Dungeon? Rechts oder links? Weiß ich nicht, guck doch mal. Oh Mann. Ich bin nicht der Einzige, der spielt. Ich kann nicht so weit rauszoomen. Schon? Außerdem war ich noch nicht beim Dungeon. Du warst alleine beim Dungeon. Wieso war ich alleine beim Dungeon? Weil ich vorher gestorben bin. Ich war nicht beim Dungeon, ich bin vorher gestorben. Warum bist du vorher gestorben, Mann? Och, mir war danach. Also. So, ich habe noch ein bisschen Schuss mitgenommen. Das waren nur 1500, weil ich pleite bin. Wie wunderschön. Sehe ich den Dungeon überhaupt? Ja, ich sehe ihn, glaube ich. Nein, haben wir den Dungeon überhaupt schon gefunden? Ja, du hast ihn gefunden. Links. Außer wird's gerade hell. Ja, und bis wir da sind, wird's wieder dunkel. Ja, schon wieder. Ja, was machen wir die Folge sonst noch so? Ja, erstmal Dungeon. Wir müssen hin. Ganz ehrlich, können wir. Diesen Baum, ne? Was? Den Baum reißen wir nochmal ab, ne? Ja, von mir aus. Das sieht scheiße aus. Anfang an hässlich. Aber nein, auf mich hört ja keiner. Und es gibt neue Gegner hier. Das sind Krähen. Die sind, glaube ich, auch nur zum Halloween-Special. Ich habe eine Goodie-Bag gefunden. Haha. Und außerdem kriegen wir ja den Schlüssel, ne, den den Schattenschlüssel, den wir brauchen, um in die Hölle die Kisten zu öffnen. Da kriegen wir auch einige Items unten. Schön. Wir müssen überleben natürlich. Erst müssen wir zum Dungeon, und dann muss es wieder dunkel werden. Noch ist es ja dunkel, die Gegner spawnen ja noch, und es ist Blutmond. Blutmond endet ja, wenn der... Ja, ich weiß, ich sehe es. Metroid. Bist du auf dem Weg zum Dungeon, oder? Ja. Okay. Hier ist ein Metroid. Ja, wir brauchten gerade nicht zum Metroid, glaube ich. Rot, Gruppe, falls interessiert. Nee, interessiert nicht. Okay. Warum kommst du dann, wenn es dich nicht interessiert? Ja, was könnte ich noch sagen? Ja, ich habe versucht, Borderlands aufzunehmen. Versucht, ist gut. Wird nix. Wird die erste Folge ist sofort in Deutschland gesperrt worden. Deswegen sind sie auf privat. Ich habe zwar den
Hersteller? Ne, Entwickler, ne? Oder wie nennt sich das jetzt? Hersteller oder Entwickler? Auf jeden Fall habe ich 2K angeschrieben. Ob das jetzt leider noch keine Antwort. Noch nicht. Gucken, wenn ich eine Antwort kriege und die mir das erlauben und ich den, sag ich mal, das Copyright Strike wegkriege. Also nicht Copyright Strike, ich habe einfach nur, das Video wurde gesperrt, sag ich mal, im deutschen Raum. Was natürlich für mich persönlich schlecht ist, als deutscher YouTuber, dass meine Videos in Deutschland gesperrt sind. Meistens interessieren sich die Amerikaner nicht für ausländische Videos, die sie nicht verstehen. Vielleicht ja, die Schweizer? Schweize? Meinst du, ich beguckt mir jemand aus der Schweiz zu? Oder die Österreicher? Das weiß ich nicht, ob jemand aus der Schweiz zuguckt. Vielleicht ein paar Österreicher. Vielleicht doch das. Oder Liechtensteiner oder sowas. Ach, die gehören doch schon fast zu Deutschland. Gott, ich mach mir Feinde. Und wie geht's dir da so hinter mir? Jetzt ist der Blutmond vorbei, ha? Ja, ist jetzt auch wieder hell, ne? Die Leute, doch, Schleime tauchen jetzt aus. Ja, gut. Oh, habe ich aber meinen Speedboost. Weil du Schaden gekriegt hast. Du hast ja die Kette, dass du, wenn du Schaden kriegst, du schneller laufen kannst. Also lustig. Ja. Soll ich dich jetzt überschlagen? Gehen wir einfach mal darüber, warten wir, bis es dunkel wird und dann. Warten wir, bis es dunkel wird. Das ist geil. Ich muss mal kurz mein Rendering umschalten. Einstellungen. Rendering? Ja, ja. Nimmst du mit auf, oder was? Nimmst du einfach mit auf? Nein, Quatsch, aber du kannst ja das Ingame-Rendering flippig, Farbe, blablabla bla, bla umstellen. Damit habe ich letztes Mal experimentiert. Ach, aber nicht mit mir spielen wollen, weißt du? Ich glaube, das habe ich gemacht, während wir gespielt haben, weil es zu dunkel war. Und ich nichts gesehen habe und ich das nicht toll finde. Was nicht zu sehen oder was zu sehen? Nichts zu sehen, natürlich. Oh, schade. Ich dachte, hier stehst du voll drauf, nicht zu sehen. Oh, ich hab voll Epic grad Loot gekriegt. Voll geil. Hier. Was hast du für Drogen genommen? Epic Loot. Du hast einen Ball. Ja. Super. Und du hast Spaß mit dem Ball, wie ich schon sehe. Sieht schon geil aus. Hier war der kleine, große Baum. Es gibt ja noch einen Schleimboss, ne? Oder war das woanders? King Slime doch, den gibt's. Ah, gut. Können wir uns ja auch nochmal überlegen, aber ich glaube, das ist ein kleiner Boss, ne? Ja, bin ich nicht beschwören. Ja, das könnte man großartig doch erzählen. Wir sind halt auf dem Weg zum Dungeon. Werden den Dungeon hoffentlich clearen. Oder qualvoll sterben. Wir hätten da ein Haus bauen sollen. Wir können ja da ein Haus bauen. Hast du einen Webstuhl dabei? Können wir einen Webstuhl bauen? Weiß ich nicht. Was brauchen wir für einen Webstuhl? Ich weiß es nicht. Holz? Ja, und noch bestimmt andere Sachen, weil das wäre zu einfach. Und wir brauchen Spinnenseide, damit wir uns natürlich... Ich weiß. Aber wäre das schon mal keine Idee. Keine schlechte Idee. Aber weißt du, was wir anfangen könnten? Wir könnten hier auf jeden Fall mal Holz farmen, ha? Ja, wir und begradigen ein bisschen, so ne? Du wolltest doch nicht begradigen. Ja doch, ein bisschen begradigen können wir. Damit wir schneller am Schluss hier durchkommen, ne? Ich meinte nur, anfangs ist ja schlecht zu begradigen. Vielleicht kann man es auch offscreen machen, damit es nicht, ne? Scheiße, lange dauert. Ich habe auch schon überlegt, dass ich das vielleicht irgendwann mal wohl so eine vorgespulte Folge rausmache. Eine Begradigungsfolge kannst du natürlich draus machen. Ja, aber es ist doch total langweilig. Wer weiß, vielleicht gibt es Leute, die es interessant finden. Also ich hab hier gerade, ne, so... Wow, ich habe nicht mal geschafft, den Regenwurm zu töten. Klau mir nicht mein Erz. Welches Erz? Meinst du das Holzerz? Das Holzerz, genau. Jeder weiß doch, dass Holz auch ein Erz ist. Es ist ein Rohstoff der Natur. Richtig. Ah ja, und wir müssen bald auch anfangen, die in der Hölle die Tränke zu herstellen, damit wir in Lava schwimmen können und sowas, ne? Doch, damit wir unsere neue Rüstung kriegen, die neue Spitzhacke, die 100% hat anstatt 75. Nein. Gut, dann spiele ich halt alleine. Nein, hast verschissen. Geh weg. Und du auch, Goblin. Du hast auch verschissen. Na, was ich habe keine Ahnung, was ich noch aufnehmen kann. Ich würde aber gerne mit dir ein Projekt aufnehmen, aber du sagst besehen, nein. Nein. Was denn? Das sage ich dir in der Aufnahme, Ende. Das
will ich dir zeigen, eventuell. Vielleicht hast du nicht spoilern. Genau, deswegen. Ich will es nicht spoilern. Ah. Weil ich will ja auch nicht falsche Hoffnung machen, ne? Wenn du jetzt sofort sagst, wenn du das Spiel siehst, nein, hast keinen Bock drauf. Wissen wir jetzt alle, dass ich nein gesagt habe. Ja, aber wenn ich, wenn es nicht kommt, dann wissen sie es auch. Dann können die Leute sich aber bei dir beschweren. Weil dann schreibe ich dann so ein, mache ich hier so ein Video. Der und der hat, also die Person, wohnhaft auf den, beschreibt einen Beschwerdebrief. Dann kriegst du so 20 Haterbriefe. No. Mit frankiertem Rückumschlag, damit du auch eine Antwort geben darfst. Das mache ich dann. Gibt's eine Hater-Antwort. Und ein Autogramm, ne? Auf Hühnerfrikassee-Packung, wie Space Frox das macht. Die sind auch geil. Die haben keine Autogrammkarten in dem Sinne. Ne? Die sind ja schon ein bisschen berühmter als Spacebox. Ich weiß nicht, ob du kennst. Nö. Okay, aber die unterschreiben auf das, was sie gerade haben. Wenn sie eine Cornflakes-Packungsschachtel haben, dann nehmen sie das. Was machst du gerade? Begradigen. Ach so. Ja, irgendwo müssen wir unser Haus ja drauf bauen, ne? Also Hütchen. Um unser Spawnpunkt zu setzen, damit wir nicht nachher wieder hin und her rennen müssen. So. Wir könnten natürlich ein bisschen Metroid uns holen und ein Ham-Axe machen, Dings da. Ja, ich weiß, was du meinst. Können wir dann gerne später machen. Weil jetzt müssten wir ziemlich weit zurückzulaufen, ne? Das stimmt. Relativ weit, ich meine. So weit ist jetzt nur auch nicht, aber... Ich bin flau-faul. Selbst in Spielen bin ich zu faul, mich zu bewegen. Das ist eine Kunst für sich. Hallo, Abraham. Du bist in letzter Zeit ziemlich oft da. Irgendwie immer so unerwünschter Besuch, ne? Die immer da sind und niemand sie eingeladen hat. Kennst du das? Nein. Ne? Nein. Weil dich einfach keiner besuchen kommt, ne? Nein, weil ich alle Leute mag, die nicht besuchen kommen. Ach, deswegen kommt keiner zu dir. Du hast niemals Besuch. Stimmt doch gar nicht. Ich hab andauernd Besuch. Deine Mutter erzählt nicht. Meine Mutter war seit 2 Jahren nicht mehr hier. Oh. Das zählt nicht. Deine Freundin zählt auch nicht. Ich zähle meine Freundin nicht. Meine Freundin kommt natürlich Besuch. Achso, die wohnt hier. Ja, deswegen, ja, das zählt nicht. Auf die Höhe, ne? Oder? Ist egal, wir können Treppen reinbauen. Es geht ja, nur okay. Die Treppen müssen halt gerade sein. Es geht ja darum, dass wir... Ja, schnell laufen können einfach. Genau. Das muss aber schön aussehen. Das tut's ja auch einigermaßen. Mit Treppen sieht's wenigstens etwas natürlicher aus, als wenn wir komplett begraben. Ja, ich weiß, das habe ich auch gerade da hinten gemacht beim Dungeon. Ich habe den Dungeon zwar ein bisschen begradigt und danach habe ich so mit einem Hammer Treppen reingesetzt. So, dann fange ich mal an, hier jetzt ein ganz kleines Häuschen zu bauen, ne? Mach das. Mit einem Steinboden. Sieht zwar scheiße aus, aber... You take that what you have. Das ist, wollte ich gerade sagen, ich habe kein Holz mehr. Ich habe noch recht viel, ich habe ziemlich viel geerntet. Ja, ich weiß. Ich habe auch was, also so ist nicht. Das ist einfach nur, damit wir hier nachher respawnen und nicht den ganzen Weg nochmal laufen müssen, weil wir können einfach nachher ein Stück von dem Haus abreißen und ja, würden wir wieder da hinten spawnen. Wir können es natürlich ausnutzen, dass wir eigentlich... wir können auch einfach 2 Betten nehmen und einen Spawn von Variable setzen. Ja, ja, sicher, aber dafür müssten wir halt den anderen immer wieder abreißen, weißt du? Den hier, damit wir da hinten spawnen wieder, wenn wir sterben wollen. Was wir natürlich nicht tun werden. Ist nur, weil wir sterben sollten im Dungeon, weil das ist eigentlich schon eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Sag doch sowas nicht. Doch. Nein. Nein? Möchtest du eine Dreckwand haben oder eine Holzwand? Holzwand ist schon schöner. Ich finde, eine Dreckwand hat auch was sehr Erotisches. Ich habe bloß keine Ahnung, wie man einen Webstuhl baut. Möchte jemand gucken, der nicht gerade in der Aufnahme ist? Du meinst jemand mit Multiscreen zum Beispiel? Ja, genau. Jemand mit Multiscreen und der so toll ist... Nein, ich krieg dir jetzt nicht im Arsch. Wir haben bestimmt irgendwas dafür nicht. Ich will nicht, aber ich kann's nicht. 12 Holz braucht man nur. Ach, und ein Sägewerk. Für das Sägewerk brauchen wir Eisen. Das haben wir nicht.
Eisenwehr, Lead, glaube ich, hier. Da hätten wir nur. Dings, wir haben Blei, genau, also Lead. Ja, wir haben jetzt hier als Tin nur in den Boden gerade. Ich guck grad, was da auf der Strecke liegt. Da ist Stein, glaube ich. Ich guck grad hier in die Ecke. Da ist wieder Tin. Hallo Fackel. Ja, hier unten ist auch nichts. Ich glaube, das wird mit den Bettchen nichts. Naja, wenn wir es erstmal sterben, können wir es ja dann mit Bettchen. Können wir ein Bett machen und dann rüber. Ja, hier hinstellen. Aber ich meine, das wäre vielleicht schöner gewesen, hätten wir sofort machen ja, können. Fahrradkette. Du, dein Fahrrad hatte ja nie eine Fahrradkette. Jetzt bist du neidisch, ne? Andere Kinder hatten immer eine Fahrrad mit Fahrradkette, deins war immer ohne. Klar, ich habe schon in jungen Jahren Elektroantrieb eingebaut. Ein Atomkraftwerk. Das auch. Ich habe ein bisschen Lead gefunden. Gut. Weil ich bin ja nicht so ein Snob wie du und stehe da doof rum. Steh nicht doof rum, ich... Begradigst. Genau. Außerdem sehen die Bäume dann schön aus, wenn sie alle in einer Ecke sind. Ja gut, das sieht jetzt nicht so toll aus mit diesem Loch in der Mitte. So, geh mal weg. Hast du irgendwie Spinnennetze oder so dabei? Klar, immer. Ja, kann möglich sein. Du machst dich jetzt darüber lustig. Ich habe nämlich keine, das ist das Problem hier. Ich habe auch keine. Ja, was? Das kann doch sein. Warum soll ich Spinnennetze mit mir rumschleppen? Weil die vielleicht irgendwo mal einen Dungeon gefunden hast und einfach im Inventar liegen hattest. Nein, ich lasse nicht einfach so irgendwelche Sachen in meinem Inventar rumliegen. Wie hässlich wäre das denn? Dein Inventar sieht doch besiegt keine Sau. Das wäre trotzdem hässlich. Ich sehe mein Inventar, okay? Nein, tust du nicht. So, gucken wir, ob wir die Tin-Bars reichen. 3 Stück reichen die für eine Kette? Eine Kette? Ja, wir brauchen... Achso, richtig, für Säge brauchen wir eine Kette, ne? Ja. Und nein, reicht nicht. Gut, dann nicht. Ich habe einen Stuhl gebaut. Warum? Was soll ich mit einem beschissenen Stuhl? Ich habe kein Holz mehr, Mist. Wie gesagt, ich habe noch ganz viel Holz. Ja, ich habe hier eine Kiste gebaut, damit ich den Crap reinsetzen kann, den ich da gerade rumtrage, den wir so schnell nicht brauchen. Damit da vielleicht gleich genügend mitnehmen könnte. Ich habe noch eine zweite Kiste. Ein Eskimo-Shirt. Aber ein paar Sachen, die wir halt nicht brauchen. Obsidian. Ja, komm, brauchen wir nicht. Hätte ich auch noch eine Truhe. Ah, wir haben genügend Platz. Es wird langsam wieder dunkel. Du kannst dich langsam mal wieder zu mir bewegen. Und falls du noch dein Inventar ein bisschen lernen willst, kannst du das gerne hier tun. Nee, so viel habe ich gerade nicht drin. Oh, ich habe einiges drin. Denk dran, Fallen mitzunehmen und nicht wieder zu verkaufen, bitte. Oh. Nichts darf man heutzutage. Schlimm, schlimm, ne? Ja, schrecklich. Ich habe jetzt alles reingepackt, was ich hatte. Schön, dass wir die Kisten auf dem Dach haben. Ja, wohin denn sonst? Ist ja nicht schlimm. Ja, ist okay. Ne, darf nicht. Aber Georg, du kannst doch mal gerne zeigen, was passiert, wenn du hier runtergehst. Nein. Die Tür möchte ich haben. Ich habe die Tür mitgenommen, weil ich die schön finde. Ist eine Heilflasche zum kannst abbauen. Steuerung kannst du, ne? Denk dran. Nicht Steuerung. Shift. Ja. Diese Vase ist hässlich. Die will keiner. Ich habe gesagt, die ist hässlich. Will keiner. Und ich habe einen Mülleimer. Wir hatten das hier gebaut. Was denn? Ich? Hey. Was soll denn das? Da war eine Treppe. Ich finde Schrägen viel schöner. Ja, aber mit den Löchern da drin, was hast du da? Ja, die Löcher will ich eigentlich nicht drin haben. Ich weiß nicht, warum die da auf einmal sind. Weil du den falschen Steinblock anhaust. Ja, toll. Okay, mach du es richtig. Los, mach. Hab ich. Greis, red mit mir. Nein, Greis will nicht mit mir reden. So, so ist das gut. Hui. Ach, guck mal, hier hinter war ich noch nie. Das haben wir noch gar nicht mal aufgedeckt.
bin der König der Welt. Unsere Folge ist schon viel zu lang. Aber dieser Typ will ja einfach nicht dunkel. Also es will nicht dunkel werden, so. Der Typ will auch nicht dunkel werden. Ja, dann mach jetzt kurz einen Cut und dann machen wir die nächste. Nein, das ist ja doof, was ist eine dämliche Folge? Ist es halt eine dämliche Folge und? Okay, beschwert euch bei ihm. Die dämliche Folge ist seine Schuld. Blablabla. Bla, bla. Auf Wiedersehen. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen.